Hallo und herzlich willkommen hier bei der Gucke und schon wieder ist es Sonntag, das bedeutet es gibt ein neues Photoshop-Tutorial von mir. Heute will ich mal den sogenannten HDR-Effekt oder mich mit den HDR-Bildern befassen. Und da gibt es bei Photoshop einen sogenannten HDR-Effekt und erstmal sollte man wissen, was HDR überhaupt bedeutet. HDR heißt, ist Englisch und bedeutet High Dynamic Range, was auf Deutsch so viel heißt wie Bild mit hohem Kontrast, so in etwa. Und um euch das jetzt zu zeigen, habe ich mir extra ein Bild ausgesucht, diese Burg hier, und die sollen wir jetzt mit dem sogenannten HDR-Effekt bearbeiten. Also dazu öffnen wir das Bild, wie gehabt, mit Photoshop. So, da haben wir es jetzt schon. Jetzt entsperren wir die Ebene erst einmal. Wenn es dann soweit ist. Ja, so, jetzt entsperren wir die Ebene. Können wir kurz mal ein bisschen näher zoomen, damit man das richtig gut sieht. Erstmal da drauf. Und um diesen HDR-Effekt jetzt zu erhalten, gehen wir auf Bild, Korrekturen. Und dann sieht man hier unten, da HDR-Tonung. Also das ist das sechste, oder? 1, 2, 3, 4, 5, sechste von unten. HDR-Tonung. So. Wenn wir das jetzt nun geöffnet haben, kommt hier so ein Fenster, ein Dialogfenster oder wie man es auch immer nennen mag. Und da sehen wir schon einmal hier Vorgabe Standard. Hier können wir verschiedene schon voreingestellte Funktionen auswählen. Nehmen wir zum Beispiel mal City Twilight. Dann wird es hier viel heller. Das finde ich jetzt aber nicht so unbedingt schön. Wir können jetzt hier mal weiter durchschauen. Das wird ganz verschieden. Also annähernd unendliche Möglichkeiten erwarten einen da. Das hier hat schon was von dem, wie ich es nachher haben will. Der hohe Kontrast oder auch dieses fotorealistisch. Was ganz komisches. So, aber wir beginnen jetzt einfach mal mit Standard. Und dann können wir hier den Radius einstellen und die Stärke. Jetzt sieht man schon, das Bild verändert sich. Wenn wir den Radius einstellen, so, hier mal stärke ich so auf das mittlere. Dann können wir den Farbton und die Details, also das Detail, Gamma, ist etwas dunkler, Maus etwas heller, wird der Hintergrund auch schön weiß. Die Belichtung, entweder sehr hell oder sehr dunkel, Maus mal ein bisschen plus, so ungefähr. Die Details, wie man das sieht jetzt, so ist ganz verschwommen, als wäre irgendwie die Kamera angelaufen und das ist unglaublich detailreich, das ist sehr abnormal, sieht das aus. Da würde ich jetzt so einen Mittelwert bevorzugen, ein bisschen weiter runter ist 100%, sagen wir mal 90. Die Tiefe, so wäre es minus 100. Ihr seht dann hier die Fenster. Versucht es dann irgendwie eine Tiefe zu bekommen. Lass uns mal so. Die Lichter. Wenn wir ganz hell oder ganz dunkel. Lass uns mal kurz so. Ich ändere vielleicht noch nachher ein bisschen was um. Die Sättigung. Hier hätte ein ganz schwarz-weißes Bild. Hier ein übersättigtes. Hier so. Und da könnt ihr noch Feinheiten einstellen. Seht ihr? So als Kurve dann gedacht. Da könnt ihr auch verschiedene Punkte dann selbst setzen und die dann so verändern. Also da ist dann wirklich alles möglich. So hat es aber schon wesentlich mehr Ausdruck, das Bild, das muss ich schon sagen. Das Gemäuer wird hierdurch heller. Das wären die Fenster.
Die wollen wir schwarz lassen, weil sonst werden die so komisch lila. Dadurch wird das Gras hier dunkler. Das lass uns mal so. Wäre ich gar nicht schlecht. Es wirkt schon interessant. Und so könnt ihr eben euer eigenes sogenanntes HDR-Bild erstellen. Sieht man jetzt hier, hier könnte man noch einige Verbesserungen beispielsweise, weil hier noch ein bisschen so Cyan drin ist, also so ein Blaustich in dem Bild, das gefällt mir noch nicht unbedingt. Da könnte man das hier noch farbentsättigen oder so etwas, also das Bild ein bisschen verbessern noch. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr den sogenannten HDR-Effekt oder die HDR-Tonung, wie es Photoshop nennt. Das kann man so auch ganz leicht machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch mal auf meine Website. Dort stelle ich immer wieder neueste Bilder rein von den neuesten Videos. Und ja, auch sonst, was ich so mache. Vielleicht Cinema 4D und so. Ansonsten schreibt mir noch schnell unten in die Kommentare rein, wie euch das Video gefallen hat, was ihr hättet verbessern wollen an dem Video. Schaut vielleicht auch mal meine anderen Videos an, falls euch sowas interessiert mit Photoshop. Ja, das wäre jetzt eigentlich von meiner Seite schon dann alles. Und ich wünsche euch noch einen traumhaften Sonntag. Adios.